Moin, moin, meine Mettbrötchen. Vegetarisches Hack geht auch, also fühlt euch nicht angegriffen. First of all, ich habe ein riesen Paket von Ubisoft bekommen. Wow! Und das ist kein Product Placement und auch keine Produkthilfe, aber ich schreibe sicherheitshalber mal übers Video. Man kennt Deutschland. Sie haben mir einfach was zugeschickt, so. Der liebe Chris von Ubisoft hat mich angeschrieben, hey, wo kann man dir was zuschicken? Bleib dafür auf jeden Fall am Start. Now, first of all, vielen, vielen Dank nochmal für dieses wunderbare Paket. Ich habe mich sehr gefreut und wir werden das jetzt gemeinsam auspacken. Ich muss sagen, ich habe schon so reingespäht oben. Ich habe es eben aufgeschnitten, weil das wollte ich mir im Video sparen. Und wer ein bisschen auf meinem Kanal dabei ist, der weiß, ich bin ein unglaublicher Far Cry Fan. Das hier ist Horatio aus Far Cry New Dawn. Legendär. Noch eingepackt sogar. Also, das heißt sogar. Kennt ihr das? Manche Leute packen irgendwelche Dinge einfach nicht aus und verkaufen sie 20 Jahre später. Vielleicht mache ich das ja damit. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen süßen Eber. Legendärer Begleiter in Far Cry New Dawn. Auch ein super Spiel. Muss ich nochmal weiterspielen. Far Cry 5 habe ich ja übelst gesuchtet. Und wer schon ein bisschen länger auf meinem Kanal dabei ist, das werden ja die wenigsten sein. Damals war mein Kanal noch relativ klein. Der weiß, Far Cry und Fragnard ist wie Zwiebeln und Met. Da seht ihr es nochmal, wenn ihr genau hinguckt. Oh wow! Das nächste, was der liebe Chris mir hier zugeschickt hat, ist eine Montana Cap. Born and raised Montana. Hier drauf seht ihr so eine Schippe und eine Gun. Das Ganze ist natürlich krasser Merch. Und es gibt Leute, denen stellen Caps einfach pervers gut. Ich glaube, Muke gehört dazu. Ich nicht. Also ich gehöre da überhaupt nicht zu. Leider steht die mir überhaupt nicht. Entweder verschenke ich die oder verlose die. Oder ich mache mir so eine Ecke. Weißt du, momentan siehst du ja, hinter mir ist bei mir so einfach mein Zimmer, obviously. Und ich dachte mir, vielleicht wäre so eine kleine Studio-Ecke mit einem Schrank, irgendwie mit Dingen drin, die mich bewegen, die zu mir passen. Ganz cool. So, ich meine, klar, man sieht Dinge hinter mir, die zu mir passen, und zwar ein PC. Eigentlich sieht man nur Bildschirme. Aber fand ich eigentlich eine ganz geile Sache, so vielleicht eine Cap da rein, vielleicht noch ein paar andere Goodies, die ich mir hole oder so. Aber das ist auf jeden Fall sehr geil. Wenn ich Kappenträger wäre, würde ich die tragen. So sieht die bei mir aus, Leute. Ich lasse sie jetzt mal eingepackt. Ich habe zwar keine Läuse, aber die Person, die das nach mir anhat, soll doch vielleicht noch Spaß damit haben. Mega genial, vielen Dank. Ah ja. Ah ja, der Karton ist gefüllt. What the? Ja, moin. Ist das ein Rucksack? Ist auch Far Cry? Siehste, Hope County, Montana. Nee, Hope County, Trust, Pray, Obey. Das reimt sich so ein bisschen, ne? Trust, pray, obey. Das geht ins Ohr. Also eigentlich wollte ich die Sache nicht auspacken, aber das muss ich jetzt auspacken, Leute. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was es genau ist. Ich muss sagen, den Far Cry Merch habe ich nicht studiert. Obwohl ich das Spiel tatsächlich studiert habe. Also Far Cry 5, legendäres Game. Wow, ja moin. Das ist tatsächlich eine richtig fette Tasche. Geil. Also mein Rucksack geht momentan ziemlich kaputt. Moin, Leute. Ich bin Backpacker. Also keine Ahnung, finde ich eigentlich ganz nice. Vielleicht sieht man mich damit auf der Gamescom so. You know? Hier vorne nochmal Far Cry 5 drauf. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera da gerade scharf zieht. Wie ein Wetzstein. Oh, der war aber gut. Kappa. Ja, mega. Mega nice. Chris, hast du euren Far Cry Merch nochmal leer gemacht? Habt ihr da noch so viel? Geil. Können wir vielleicht mal ein Gewinnspiel veranstalten. Das gefällt mir aber. Also den Rucksack, den feiere ich auf jeden Fall. Und die Cap steht mir leider nicht. So, das Plüschtier finde ich auch mega sweet. Vielleicht tue ich mir das irgendwo in die Ecke hin. Oh, Eier. Das ist mal richtig schmackhaft, oder? Geil, ey. Das ist der Vater. Mein Vater ist da jetzt nicht drin. Aber unser Vater, Leute, das ist der gute alte Mr. Seed. Ich lese es euch mal vor, damit ihr auch wisst, wovon ich spreche. Joseph, F am Ende, ne, mit BH. Joseph stammt aus einem kleinen Drecksloch in Georgia. So, und mehr lese ich auch nicht vor. Wir wissen, es ist Joseph Seed. Er hat hier mit dabei eine Gun, seine krassen Tattoos und so eine Box. Also ich glaube, das Ding werde ich behalten, Alter. Ich bin sehr, sehr pumped. Mega, mega geil. Sind die nicht sogar ausverkauft gewesen? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich in so einer Far Cry 5 Facebook-Gruppe und da waren die alle scharf auf die Teile. Ich glaube, das ist auch wirklich was du dir so schön in die Ecke stellst und einfach mal nicht auspackst. Und again, kein Product Placement. Ich freue mich einfach mega. Ich meine,
Ich mache jetzt seit anderthalb Jahren oder so Ubisoft-Titel, ne? Also im Endeffekt fast nur. Zwischendurch mal was anderes, war mal Kingdom Come Deliverance, aber meistens nur sporadisch so die Titel. Von daher, ja gut, Red Dead ein bisschen mehr. Freue ich mich insbesondere, dass Ubisoft mich so unterstützt und wertschätzt. Ich bin jetzt auch am 10. nochmal bei Ubisoft in Düsseldorf und da werde ich den guten Chris auch nochmal treffen und mich persönlich bedanken können. Vielleicht ergatter ich dich ja auch nochmal für ein Foto zusammen oder so. Fühl dich genötigt. Nicht genötigt, meinte ich damit. Und da werde ich auch ein bisschen vloggen und vielleicht auch mal auf Instagram eine Story posten oder so. Zumindest soweit ich darf. Denn ich werde einen exklusiven Inhalt mir ansehen. Und da ich am 10. da bin und das Atlantis DLC am 16. rauskommt, könnt ihr euch vielleicht denken, was es ist. Also das dritte Kapitel des Atlantis DLCs. Ich sag immer wieder, naja. Also Joseph Seed ist wirklich so eine Shut Up and Take My Money Geschichte eigentlich. Ich glaube, ich muss mir mal wirklich so einen Schrank kaufen, wo man dann so Assassin's Creed und Far Cry und Witcher und der Herr der Ringe Figuren. Oh, davon habe ich übrigens noch eine Tonne. Ich hatte früher, lass mich nicht lügen, ich habe weit über 50 von diesen Herr der Ringe Figuren aus Metall. Die gab es in so einer Zeitschrift damals. Ich habe jetzt neulich mal auf eBay geguckt, ob das was wert geworden ist. Nee, leider nicht. Aber macht nichts. Ich habe super gerne gesammelt, weil Herr der Ringe auch eins meiner liebsten Brands ist. So Schlacht um Mittelerde habe ich übelst gefeiert und natürlich die Filme auch. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, da nochmal irgendwie so eine coole Ecke mir einzurichten und Joseph, der wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz einnehmen. Aber gut, es ging in diesem Video um das Unboxing des Pakets. Das haben wir geschafft. So, jetzt habt ihr nochmal gesehen, was drin ist. Hallo. Ey, geil, da ist noch ein Schnipsel drin. Hat da jemand ein Schredderzeug reingetan? Wer die 500 Gegenstücke davon hat, wir werden herausfinden, was der nächste Ubisoft-Release ist. Vielleicht habe ich es auch einfach von meinem Boden genommen und behauptet, es wäre davon. Man weiß es nicht. Was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, ist dieses Mottenabwehrsäckchen, was in dem Rucksack drin war. Denn Motten sind böse. Und ja, in dem Sinne, ich freue mich richtig, euch bald zu sehen. Und zwar auf Instagram, in meiner Story, bei Ubisoft, auf der Gamescom, da werden wir uns auch sehen. Wie gesagt, Freitagabend, 20 Uhr so ungefähr am Dom, wollten wir uns nochmal treffen, wer da Bock hat. Ich hoffe, ich habe da auch Zeit. Ansonsten nehme ich mir die Zeit. In diesem Sinne war es das dann auch schon. Brauchen wir jetzt hier nicht noch dumm schwätzen. Wobei, ich könnte euch noch erzählen, was ich heute gegessen habe. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnarz.